Hier ist euch leider Tautopter hier und willkommen zurück bei Gwent. Ich habe ein bisschen offline gespielt, deswegen bin ich jetzt schon Stufe 3, wie ihr seht. Und ich kann Karten malen und ich habe mal ein ziemlich cooles, also für mich, für meine Karten, was ich zur Verfügung habe, das ist noch nicht unvollständig, habe ich ein cooles Deck mit Hänsel zusammengebaut. Wie ich finde, könnt ihr hier schauen. Der Hintergedanke bei dem Deck ist natürlich, dass man mit Hänsels Fähigkeit hier die Katapulte dupliziert. Das hat man hier von Hänsel selbst abgeschaut gegen seine Runde. Oder auch hier bei den Goldkarten, dass man Runde 1 Siri spielt. Am besten in Kombo auch noch entweder mit ihm hier, mit dem Fehlgeborenen oder wo ist die, oder hier den Tölpelbot. Also einen von den beiden und mit Siri in der ersten Runde. Weil wenn du dann, wenn du die Runde gewinnst, ist halt Siri weg. Aber wenn du selbst wenn du gewinnst oder verlierst, du hast immer einen Zehner dann auf der nächsten Runde, außer er investiert, dein Gegner investiert was darin, dass er ihn wiederholt. Und natürlich hier eine kleine Armee, dass man eine kleine Armee rausholt. Da kommt immer einer von denen mit. Ich brauche nur einen von denen. So gesehen. Weil der kommt ja automatisch mit denen mit, für was anderes bringt es eh nicht. Hier nach Triebwerk, dass man die feindlichen Dinge ein bisschen dezimieren kann. Genauso hier dafür Philippa. Und normalerweise ist ja das Deck ein bisschen anders aufgebaut, aber was ich halt noch drin habe, ist halt hier Dürre. Das habe ich aus dem. Ah, übrigens, ich habe es auf Deutsch gestellt. Danke, Kapuze. Danke dir, Jones. Die Karte in der zweiten Runde, die ist auch sehr, sehr stark. Also die spiele ich meistens in der zweiten oder dritten Runde. Die ist echt heftig, muss ich echt sagen. Also die kann spielentscheidend sein. Ich habe schon mal einen gehabt, der hat da keine komplette Runde wegen dieser Karte aufgegeben, weil es ihn anscheinend nicht interessiert hat. Ja, so viel mal zu diesem Deck. Wie gesagt, ich habe einfach nur Glück gehabt, dass ich die Türe gehabt habe. Und da habt ihr einfach. Ich habe eine Grundidee von einem Deck gesehen auf einer Seite, was ich mir gegoogelt habe. Und habe die durch die Karten, die ich nicht hatte, habe ich adaptiert durch andere. Weil man bräuchte zum Beispiel auch Wes, damit zum Beispiel, wenn ein Dreier-Kombo ausgelöst wird von Karten, dass Wes aufs Board kommt. Die habe ich zum Beispiel auch nicht. Könnte ich mir jetzt craften, aber ich möchte gerne für andere Decks. Ich habe jetzt ein Skelliger-Deck in Sicht, was ich gerne mal testen würde, was halt ziemlich stark ist. Dafür das brauche ich noch ein bisschen Stoff, also Scrap. So, weil wir jetzt gerade bei Skelliger sind, wir nehmen jetzt uns die Skelliger-Anführer vor. Wir holen uns König Bran und Harald den Krüppel. Und wir machen das mit. Ich zeige euch gleich am besten hier mit Hänsels, mit meinem Hänsel-Deck. So. Ihr könnt mir natürlich gerne Verbesserungsvorschläge für dieses Deck geben. Mal schauen. Oder schaut mal selbst, wie ihr das Deck findet. Also, die behalte ich schon mal. Den gebe ich weg. Plötze gebe ich auch weg. Ich brauche nur ein Triebwerk auf der Hand. Ah, verdammt. Verdammt, jetzt habe ich beide. Das wollte ich jetzt nicht. Ich bin das Risiko eingegangen und ich wollte jetzt nicht. Egal. Achso, ich fange an. Dann fangen wir gleich mit ihm an. What do you want? So, was hast du? Füge einen zufällig für den Gegner. Oh, das Schiff ist aber auch stark. Das ist auch stark, muss ich sagen. So, hier kommt schon mal mein Triebbock zum Einsatz. You wanna pass, you gotta pay. Can't let you through elsewise. Ah, du Sack. Du mieser Sack. Nothing like some overseas plundering in springtime. Nee.
Ich wüsste zwar nicht, aber ich setze es jetzt schon ein. You want peace? Fight for it. So, das ist halt ziemlich stark. Und jetzt, wenn alle drei überleben, dann macht er drei Schaden. Er würde drei Schaden machen. Ich pass mal. Kraken, ich bin gülich. Look here. Ah, jetzt hat er den Zug natürlich gewonnen. Ich muss das riskieren. Das ist nichts. Jetzt habe ich auf jeden Fall Card Advantage. So. Dich legen wir ab. Ja, sehr gut. Wir haben viel Spaß. So, und jetzt spielen wir jetzt schon mit der Türe. Weil der kassiert jetzt drei Schaden, wie sie es jetzt. Mhm. Futtermaria! Nice mess you've got here. Ihr seht, er kommt mit. Nothing like some overseas plundering in springtime. So, jetzt ballern wir mal mit dem Lipper rein. Und da kommt Blötze auch mit, interessant. Ja, es war klar, dass du jetzt aufgibst. So, die Runde geht an uns. Ah, sehr gut. Die beiden. Schön ist, die buffen sie. Ich lege mal Dudu ab. Ah, sehr gut. Geralt. Geralt kann uns sehr, sehr hilfreich jetzt sein. Ah, ich bin dran. Ich spiele mit dem. Let's go! One pairs in gold, pairs in blood. This is no time to whimper. Ah, du. I'm a dwarf of business. Ah. Warum lock ich denn? Damn it. Und wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Sehr gut. Was ihr auf jeden Fall schon gemerkt habt bei Gwent, ist, wenn du zu viele Karten im Deck hast, ist das natürlich auch nicht gut. Weil dann hast du einfach zu viele Variationen an Karten, was du kriegen kannst. Also ich habe jetzt gewusst, wie Dudu weggekriegt, dass sehr hohe Chance dabei ist, dass ich Geron oder zu Ciri ziehe. Wir haben ihn wieder. Das ist eine coole Kombo zwischen den beiden. Plötze legen wir ab, weil kriegen wir sowieso, wenn wir eine goldene Karte spielen. Da haben wir Ciri ausgezeichnet. Ja. Machen wir es mal so. Das gefällt mir soweit. Also ich spiele jetzt extra Ciri jetzt. In der ersten Runde, weil falls ich es verliere, kriege ich sie wenigstens zurück. Also habe ich die Chance, dass ich sie zurückkriege ins Deck. This is no time to whimper. Okay, er passt jetzt schon. Also jetzt verliere ich sie zum Beispiel auf dem Friedhof. Oh, wir haben Dürre. Ausgezeichnet. Wir haben Dürre. Ich lege Dudu ab. Ah, sehr gut. Wir haben einen Tribok. Dürre ist sehr wichtig. Eben, wenn er solche Karten spielt. Salutations. Pansy. Come to Papa. Seht ihr? Und wir werden gar nicht gedacht. Und mit zerstört. Dieser Hundling. Dann machen wir es halt so. Pansy.
das und die so eine Combo liebe ich. Liebe einfach an den Tech. Weil jetzt holt er mal alle anderen Tribocke raus. Wenn er jetzt noch kein. Okay, aber er hat kein Verbrennen mehr. Das ist gut, weil dann das Verbrennen habe ich jetzt sowieso schon mal rausgeholt. So, jetzt verbrennt er auch. Ihr seht ja schon, wie stark hier die Türe ist. Das ist ein Wahnsinn, wie stark die hier ist. Let's go. Und falls er da irgendwas spielt, ihr habt so viel Damage gegen denen. In der Hand, das ist ein Wahnsinn. So, wir buffen den mal, dass er nicht zu schnell zerstört wird. Also allein das hier, die Türe macht so viel Schaden, das ist einfach nur ganz cool. Also jetzt haben wir nochmal Massenschaden raus, weil jetzt sterben dann beide an der Türe. Any last words? Ah. So, wir können jetzt auch unseren Geralt spülen. Not your lucky day. Ich habe übrigens animierten Geralt jetzt überall reingegeben. Und wir müssten jetzt eigentlich siegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der so jetzt noch 20 Schaden raushauen kann. Alleine, wenn die Türe immer im 6 pro im abzieht. Also ihr seht meine Win Condition an diesem Deck. Es ist einfach, wenn das so funktioniert, das ist dann sowas von assig. Es ist einfach so assig, das Ganze. Weil vor allem du zwingst den Gegner fast damit, dass er die erste Runde irgendwie abgibt wegen Ciri. Habe ich jetzt einen richtigen ausgefüllt? Ja, Anführerkarte. Man zwingt ihn irgendwie quasi dazu, dass er die Runde aufgibt, damit er Ciri wegkriegt. Und Men of Kedwin, man plötzlich habe ich jetzt seit kurzem dazugeben, aber plötzlich ist ja nochmal ein zusätzlicher Count dafür, dass du sie abgibst. So, wir behalten einen dieser Triebacke. Okay. Plötze muss weg. Ah, verdammt. Ich bin nicht alle drei von denen. So. Ich spiel's. Plötze kommt auch. Also Plötze muss nicht immer kommen, das kann nicht. Zerstören, also auferstehen und Schwäche sind 3. Okay. Lasst uns mal die spielen. I don't wanna die. Nice mess you've got here. Ja, jetzt haben wir 100% gewonnen. Und jetzt noch eine Türe da. Die Türe nachziehen wir jetzt richtig aus. Okay, er kommt wieder. Ja, wir haben die Türe. Ich sage, es ist so asozial mit der Türe. Was macht er? Lass er aufstehen und schwäche sie um 2. Interessant. Der kommt immer wieder. Der eigentlich auch. Kraken, eat me girlies. Look here. Ich muss die meine Katapulte schützen vor Verbrennen. So, jetzt setzen wir wieder unsere Fähigkeit ein und holen uns das zweite Geschütz aus dem Deck raus. Und nächste Runde spielen wir das dritte. Und es immer so weiter und weiter und weiter. Es ist einfach so genial. Das Deck ist einfach so genial gemacht. Ah, ist das schön. So what? Should I pound it into a poker? So, jetzt haben wir ihn noch eine rein. Also ihr seht schon, er kann zwar jetzt seine Leute wiederholen, aber es ist einfach so asozial gemacht. Setzen wir ihn noch hier rein. Aber jetzt bufft er die beiden, solange er noch Rüstung hat. Ah, er kann noch einen holen, okay. Also, ganz ehrlich, essentiell ist auf jeden Fall die Türe hier. Die Türe in Kombo mit den Katapulten, das ist einfach essentiell hier in diesem Deck, finde ich. Ah, mein Zug ist das, okay. Long live the King!
weil das removed einfach so viele Karten. Das seht ihr euch an, das ist einfach genial. Es ist einfach genialst, wie man das hier. Wir buffen das hier am besten. So what? Should I pound it into a poker? Er bufft sie auch hoch. Ah, sehr gut. So, wir spielen nachher mit Geralt. Dann sollte es danach auch gewesen sein. Er ist schon wieder unten auf 30 Schaden. Oh Mann. Oh Gott, das ist so. Ich finde das Text so genial. So, die blocken wir so. Jetzt bin ich gespannt, was er noch hat. Er hat noch einen Geralt, okay, aber das bringt ihm jetzt nicht viel, weil jetzt sterben ihm oben die beiden weg. Jetzt sterben ihn alle drei weg sogar. Wow. Es ist so genial, das Deck. Oh. Also, wie gesagt, man kann auch verlieren, das ist natürlich klar. Also, aber wie zum Beispiel gegen Nilfgaard. Nilfgaard hat ein Deck, was wirklich sehr viel sehr starke Karten hat. Oder auch gegen das hier jetzt da, was ich schon, wenn das der Name schon sagt, Schmerzen, dass er mir einfach jeden Karten spielt, was in jedem Deck immer Schaden gibt. Das ist auch richtig, richtig assi. Fight for it. Also, so ein Deck ist halt auch richtig, richtig assi. Dich geben wir weg. Wir müssen einen von den beiden weg. Oh, die Türe. Ja, sehr gut. Und dich noch. Ah, verdammt, wir haben Plätze. Wir haben Plätze, aber erstmal. We'll follow you always! Into the fair! Ho, I sense trouble. We'll greet him, we will. At fire and iron. Ja, auf den habe ich gewartet. Auf den Sack habe ich gewartet. Weil ich habe einen Gegner gehabt, der hat zuerst die Yennefer gespielt, dann zwei von denen und dann hast du immer drei Schaden kassiert. Es ist echt mies. Weil jetzt da, seht ihr, kassiert einen Schaden für jeden Minion, was gespielt wird. Deswegen will ich gar nicht für Minions spielen. Du Arsch! Ja, ich gebe einfach mal die Runde auf. Jetzt seht ihr, was nämlich jetzt gut ist. Jetzt wird Ciri verstärkt in die Runde, ins Deck zurückgemischt. Und ich krieg den hier. Und wir legen jetzt Plötze ab. We serve her who is virgin, mother and crone. Achso, ja. Ich spiele jetzt aber die Dürre. Jetzt steht sie oben und er wird immer weiter geschwächt. Das ist auch sehr gut. Ja. Ich spiele mal Geralt. Not your lucky day. Er ist nämlich immun gegen ihn, aber Plötze leider nicht. Okay, den Zug gibt er ab. Den gibt er ab, okay. So, wir legen einen Treebok ab. Selber. Achso, ich bin dran. Sorry. Verzeiht, Leute. Bow before modern Freya. War klar, dass ich den wieder zurückholt. You want peace? Fight for it. So, meine Trieböcker sind wieder da. Here's the better loot than your wildest, wettest dreams! Ah, du Sack. So, jetzt spielen wir Sheila the Tankerwind. My studies are more important than this. Triggert uns jetzt da den Schwalben und wir ziehen eine Karte, seht ihr? Keep together! Die beiden. Don't recognize your old mates. Keep together. So. You do not deserve to live. 100% tot. So.
By Handel's axe! Also Philippa ist auch sehr stark in diesem Deck. Na, der ist auch der Typ, ist ziemlich krass, was er da hat an Karten. Trissner. Was? Für dich wäre ehrlich gesagt besser gewesen, wenn du die Haut irgendwie weggeschmissen hättest. Und da hat jetzt der NPC falsch gespielt, weil wenn er jetzt die Haut irgendwie weggeschmissen hätte, wäre das für ihn besser gewesen. Aber so haben wir glorreich gewonnen. So. Kampfrausch, okay. Jetzt bin ich gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Wir machen stur weiter mit dem Deck. Here's the better loot than in your wildest, wettest dreams. Men of Kedwin, attack! So, die Türe haben wir schon mal, das ist gut. Ihn haben wir auf dem Kart. Schade. Schade. Skulliger! My studies are more important than this. Okay. Ich wollte unbedingt Siri da irgendwann noch ziehen. Deswegen habe ich das gespielt. At fire and iron. Ich gebe ihn. We'll greet him, Bubel. At fire and iron. Coming to get ya. Vergeltung wandelt ist. Okay. If I must. Die Frage ist, kopiert. Also nur deren Stärke, okay. Destroy! Was passiert, wenn ich Philippa hier reinpacke? Oh, okay, das passiert. So wie der Schaden kriegt. Oh, wow. Also wenn ihr die jetzt spielt. Dann werden die beiden auch noch verwandelt in Elfer. Ach du Heiliger. Ich pass mal. Mit Absicht. By Handel's axe. Oh, er hat sich getriggert. Er hat sich getriggert, der Arsch. Das ist echt stark. Also im Witcher 3 war es nämlich so, dass man Ding spielen muss. Aber das Gute ist, er hat jetzt alle drei am Friedhof, oder? Ja, alle drei. Im Witcher 3 war es noch so, dass man Ding spielen musste. The goddess protect you from all evil. Oh, what? Sofort. Dass man irgendwie das mit Pilz oder irgendwie schwiegen musste, dass er irgendwie. Was hast du jetzt gemacht? Füge einen 5 Schaden zu. Okay. Gott sei Dank, dass ich den. For Tamaria! Dass der nicht stark genug war. Death to the enemy! Up and at 'em, lazy mingers! You'll sleep when you're dead! Alter! Der hat jetzt reingehaut. Nee, das kalt hier auf. Let's go! Greetings. Want to look over our stock? Don't recognize your old mates. Going for him. Skulliger! So, jetzt kommt der This is no time to whimper. Das sind nämlich Ding kassiert. Schaden kassiert. So, wir können unsere Heldenfähigkeit noch schön einsetzen. Men of Kedwin, attack! Snitches get Den locken wir, was noch nichts mehr sein kann. Der stirbt sowieso. Und wir haben gewonnen. Also, das ist auch eine sehr interessante Deck-Variante, dass man... ich habe noch eine Runde? Ah, verdammt, das habe ich ganz übersehen. Ich Idiot. Ich bin ein Idiot, Leute. Ich habe ganz übersehen, dass wir noch eine Runde haben. Ach, du Heiliger. Das war, wenn ihr jetzt verliert, dann war das rein meine Schuld. Weil ich einfach von lauter Dummheit auf meine... Was?
Okay. Let's get this over with. Ja, ich habe jetzt meine eigene Dummheit verloren, weil ich einfach vor lauter Gier alles ausgespielt habe. Da war ich jetzt rein selbst schuld. Ich bin ein Idiot, über die erste Runde abgeben müssen, weil er die Bären so schnell aufgespielt hat. Oh, ich Idiot. Da war ich was. Up and at 'em, lazy mingers! You'll sleep when you're dead! You want peace? Fight for it. Sehr gut, die Türe haben wir schon mal. Ihn haben wir, Siri haben wir. Sehr gut. Können wir ihn mal kurz weglegen? Sehr gut. Ja, passt soweit. Es passt soweit. We'll greet up well. At fire and iron. Yield and save me some time. We'll greet up well. At fire and iron. I've no mercy for your kind. Bevor er anfängt mit seinen Bären zum Ausspielen, machen wir so. Fire and iron. Da kommen sie schon. Will ich jetzt noch was investieren? Das ist die Frage. Ich passe mal. Wenn er jetzt investiert, jetzt muss er investieren, nämlich er muss jetzt investieren, dass er was, dass er gewinnt. Und er verliert jetzt alle drei Bären, das ist gut. Er hat jetzt alle drei Bären investiert und wir haben Siri getriggert, das ist auch gut. Jetzt kommt der wieder. Ich spiele nicht die Türe, wir spielen ihm hier. Mimor John Freya, watch us and keep us. Jetzt spielen wir die Türe. Swords are for wenches. Get yourself an axe. Come to Papi! Simplify! To arms, all of yous! Wow. Du Assi. Du verdammter Assi. Keep together! Oh Mann. Coming! Coming! We'll follow you always! Into the fair! Let's get this over with. Any last words? Das Schöne ist, ich habe jetzt gewonnen. Ja, die Runde habe ich jetzt dank Türe gewonnen. Und jetzt habe ich noch Karten für die letzte Runde, also... Ich kapiere... Es erklärt mir bitte mal das Einsatz. Ich check das einfach nicht. Ich habe ihn zwar drinnen, weil es hieß, man muss ihn drinnen haben, aber ich check das einfach nicht. That is your brilliant move, truly! So, und jetzt überrascht mich der Bär nicht mehr. Fight for it. So, wenn ich jetzt lustig bin, hätte ich noch die spielen, also wenn er jetzt noch gespielt hätte, hätte ich die spielen können, also die immer schön hochbufft, dann noch die zweite und noch Siri. Also, wir hätten jetzt mehr als genug Card Advantage. Also das erste Match von denen haben wir einfach nur verloren, weil ich einfach zu dumm war, zu merken, dass ich ja die erste Runde abgeben gehabt habe. Das tut mir leid. So. Auf ins letzte Gefecht. Blutdurst, okay. Bin gespannt, was da passiert. Also ihr seht schon langsam, auf was meine
Taktik-Idee. Also die Idee, was ich mir jetzt durch Dürre aufgebaut habe. Wahrscheinlich gibt es das eh schon, aber die Combo, was ich gesehen habe, die hat auf was anderes basiert als wie auf die Dürre. Du musst weg. Du musst auch weg. Verdammt, ich habe jetzt zu viele Zauber auf der Hand. Ist jetzt nicht so gut. Das war jetzt nicht so gut. For Brad! Okay. Rüstungskraft, verbessert die Einheit um 1, wenn die Einheit Schaden zugefügt wird. Oh, okay. Ah, der stimmt, der ignoriert. Ich hätte noch eine Runde warten sollen. Der ignoriert die Rüstung. So, wenn du jetzt deine Heldenfähigkeit spürst, dann bist du sowieso am Arsch. Ja. Also jetzt hat dir deine Heldenfähigkeit nichts gebracht, mein Freund. Vor allem, wir haben noch einen AE-Schaden, was wir damit die ganzen da wegprotzen können. Ich nehme einen von denen weg. Ah, jetzt haben wir Plätze. Ich bin dran? Ich spiele Plätze. Up and at 'em, lazy mingers! You'll sleep when you're dead! Sehr gut, jetzt hat er seine Heldenfähigkeit gespielt. Das heißt, wir können die in Gefahr noch spielen. Onward! Oder auch nicht. Futameria! Death to the enemy! Was hat er jetzt gespielt? Was war das? Was hat er da gespielt? Das da. Er hat das Beben gespielt, ja. Deswegen haben alle. Die haben alle damit. This is no time to whimper. Er hat die auch drin, okay. Nee, ich muss erst den Bären loswerden. Keep together! Your one piece, fight for it. So, jetzt haben wir den Rest von denen her. Und hier wäre halt jetzt West geil, weil wenn man die drei jetzt gespielt hat, dann kommt man halt besser auch dazu. Wir buffen dich nochmal. Also ich gehe jetzt hier all in, wie ihr seht, ich gehe jetzt hier voll in. I told you so, you idiot! Ich kann jetzt, ich weiß nicht, wie den... Just great. Kann man das noch raus. So, das muss jetzt reichen. Was ist denn der letzte? Er hat nichts mehr. Sehr gut. Es hat sogar gereicht. Ausgezeichnet, Leute. Wir haben jetzt die, so gesehen, beide Skellige-Anführer. Harald der Krüppel. Verzeiht, wenn ich jetzt auf Deutsch umgestellt habe, aber für mich ist es ehrlich gesagt einfacher, die Karten zu verstehen. Wir haben jetzt auch übrigens 250 Erze. Das heißt, wir können uns zwei Fässer kaufen. Customer right always. Und die öffne ich gerne wieder mit euch im Part. Also, wenn ich hier Fässer kaufe, dass ich mir erspiele, definitiv erspiele, nice. Dann mache ich sie mit euch auf. Da habe ich schon drei. Von über 20 Stärke verlierst, rufe diese Einheit dabei, okay. Machen wir das. Spione sind immer gut. So, ein weiteres Fass. Eine Wyvern. Now for more. Habe ich schon zwei, einen.
Ja, das schaut echt aus. So, zurück. Ja. Das war's also. Na, warte. Das war's also auch mit diesem Part. Als nächstes werden wir dann wahrscheinlich die Monster angehen. Dass wir hier die Anführer uns freischalten. Und dann natürlich Squirtle und Nilfgaard noch. Ich hoffe, das gefällt euch noch so weit, dass ihr da genug Interesse habt an Gwent. Und würde mich natürlich wieder wie immer für Feedback und Tipps und Tricks, was Gwent betrifft, freuen. Gebt mir gerne auch Feedback zu diesem Deck, was ihr davon hält. Vielleicht wollt ihr auch was selber spielen. Dann kann ich euch gerne einen Screenshot dann schicken. Oder wisst ihr was? Ich zeige es euch hier einmal in meiner Sammlung. Falsche. Hier die Deckschmiede war das. Hier ist sie. Hier. Hier könnt ihr es gerne nochmal nachschauen. Wie gesagt, falls ihr Lust habt, könnt ihr gerne dieses Deck nachspielen. Und erklärt mir einer mal diesen Hautegen hier bitte. Ich check den Battle Cry, den Einsatz von dem nicht. Ja. Das ist soweit dieses Deck. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.